Ich bin eigentlich immer auf Baustellen aufgewachsen und in Werkstätten gewesen. Schreinerei, Zimmerei, wo der Vater hatte, der Grossvater. Und ja, wir haben dann einfach Hütten gebaut, Höhlen gebaut, Schiffe haben wir gebaut, oder alles. Baumhütten natürlich, oder wir haben immer gebaut. Jetzt hast du es hier, oder? Hier. Ja, ich wollte immer gewisse Sachen gestalten, formen oder irgendwie oder konstruieren. Du hast ein Problem. Dann musst du aufzeigen, okay, es gibt diese Variante, diese Variante, diese Variante, diese Variante. Da kommt eben manchmal ein Lösungsansatz raus, wo man ohne das Problem nie drauf gekommen wäre. Oder? Und das finde ich immer spannend. Oder wenn man da praktisch im einem Bereich wie im Wald hinumläuft, oder im Nebel, oder, und plötzlich kommt es eine Lichtung oder irgend so. Das ist faszinierend. Wenn man etwas entwirft, hat man immer Zweifel oder die Unsicherheit. Weißt, wo. Und Unsicherheit, finde ich, das braucht es, das ist wichtig und man muss lernen, das zu erträgen. Wenn man quasi nicht aufgibt, oder, dass sich plötzlich die Türen öffnen, die vorher gerne nicht realisiert hat, dass es die überhaupt gibt. Auch wenn ich jetzt einen Fallstuhl gemacht habe, oder wenn ich dann die ersten zwei, drei Prototypen habe von denen, dann interessiert es mich nur. Dann muss man eigentlich Leute haben, die Händler sind. Aber das mache ich dann vielleicht im nächsten Leben, oder? Ja. Außer ich bin dann Jazzmusiker. Wenn man jetzt Jazzmusik improvisiert, ist man ja völlig frei. Also man hat sich selber als Maßstab oder so. Aber man ist frei, oder? Und das gefällt mir natürlich schon. Ich will schon einen Film machen, oder? Aber der, den ich noch gerne nicht weiss. Natürlich will ich 150 werden. Aber nein, 150 wird nicht realistisch sein. Aber es würde mich schon interessieren, oder? Weil die Zeit, die wir drin leben, ist ja wahnsinnig spannend. Oder? Dass man jetzt schon hinläuft, wo man noch nicht weiss, wie es rauskommt. Oder so, oder? Man hat eine Ahnung oder eine Vorstellung. Oder? Das Ungewisse habe ich gerne. Oder? Dass ich jetzt kann kommen und sage, das und das und das habe ich gemacht, das ist mir nicht wichtig. Ich brauche das nicht. Ich würde am liebsten verbrennt werden und irgendwo im Berg verstreut oder Schluss. Oder? Viva!